Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, ich möchte heute hier für das Projekt Pflegemonitor werben und hoffe, dass die Debatte sachorientiert ist und nicht wie so oft in der Vergangenheit und auch eben wieder erlebt und heute Morgen, dass von den Koalitionsfraktionen kommt, haben wir schon, machen wir schon, brauchen wir nicht. Was heißt jetzt Pflegemonitor? Vor dem Hintergrund der anstehenden Herausforderungen bei der gesundheitlichen und pflegerischen Versorgung möchte ich an dieser Stelle sehr dafür werben, eine konstruktive Debatte zu führen. Denn ich bin davon überzeugt, dass wir uns intensiver als bisher analytisch mit den Veränderungen in der Pflege beschäftigen müssen. Unser Antrag soll dabei nicht mehr, aber auch nicht weniger als ein möglicher Baustein für die Beantwortung der drängenden Zukunftsfragen sein, nämlich wie wir pflegerische Versorgung nachhaltig und bedarfsgerecht in Mecklenburg-Vorpommern sichern können. Und ich möchte gar nicht in Abrede stellen, dass es einen runden Tisch Pflege gibt und dass wir es durchaus begrüßen, dass im Rahmen der Sozialberichterstattung die Situation der Pflegeberufe in Mecklenburg-Vorpommern näher untersucht werden soll. Und natürlich gibt es eine Pflegestatistik und ja, auch den Pflegerahmenplan, genauso wie die Landesprognose zur Bevölkerungsentwicklung. Und auch mit der Erwähnung der Gesundheitsberichterstattung der Länder ist die Liste der potenziellen Datenquellen zum Personalbedarf und den notwendigen Ausbildungskapazitäten in der Pflege noch immer nicht abgeschlossen. Gleichzeitig liegt aber auch hier drinne eben ein erster Vorteil eines Pflegemonitors zugrunde. Ein wesentliches Ziel besteht nämlich darin, die bereits vorhandenen Datenflut zur Entwicklung auf dem Pflegearbeitsmarkt zunächst einmal zu bündeln, transparent zu machen und die Interpretationshoheit über die Daten zurückzugewinnen. Letzteres erscheint mir allein schon angesichts der unterschiedlichen Daten zum Fachkräftebedarf 2030 wichtig genug. Aber ganz sicher muss auch die ein oder andere Datenlücke geschlossen werden, um den Handlungsbedarf genau bestimmen zu können und den Einrichtungen, Verbänden sowie den politischen Akteuren eine systematisierte Datengrundlage zur Pflegekräftesituation in den Landkreisen und kreisfreien Städten Mecklenburg-Vorpommerns zur Verfügung stellen zu können. Hierfür sind regional differenzierte Daten zum Personalbestand in den ambulanten und stationären Pflegeeinrichtungen sowie Krankenhäusern aufgeschlüsselt nach Versorgungsgebieten und Beschäftigungsumfang eine Grundvoraussetzung. Und natürlich ist es auch wichtig zu wissen, wie sich das Angebot und die Nachfrage auf dem Pflegearbeitsmarkt, insbesondere in den einzelnen Qualifikationsstufen, in den verschiedenen Versorgungsbereichen darstellen und im Zeitverlauf entwickeln werden. Weitere Fragestellungen und Aspekte könnten hier problemlos weiter aufgeführt werden. Angefangen von der Erfassung von Studiengängen, die für den Pflegebereich qualifizieren, bis über die Grenzen für nicht besetzte Stellen, was ein Pflegemonitor leisten könnte. Aus meiner Sicht kann ein entsprechend untersetzter Pflegemonitor ein durchaus geeignetes Instrument für das Sozialministerium sein, um planend, steuernd und koordinierend den Herausforderungen des demografischen Wandels im pflegerischen Bereich zu begegnen. Die Vorteile einer bedarfsgerechten Ausbildungs- und Personalplanung liegen auf der Hand. Die dafür notwendigen, validen und regionalisierten Daten über die Entwicklung von Angebot und Nachfrage an Pflegekräften in den einzelnen Versorgungsbereichen fehlen noch. Ganz wesentlich erscheint uns dabei auch, die Regelmäßigkeit der Datenerhebung sicherzustellen. In Hessen und in Nordrhein-Westfalen werden schon heute alle 2 Jahre bestehende Bedarfsprognosen entsprechend der Angebots- und Nachfrageentwicklung auf dem Pflegearbeitsmarkt aktualisiert. Sowohl der hessische Pflegemonitor als auch die Gesundheitsberichterstattung in NRW können aus unserer Sicht als positive Anregung für einen eigenen Pflegemonitor in Mecklenburg-Vorpommern gelten. Ich denke, es ist an der Zeit, dass auch hier im Land die Frage, ich zitiere, welche Personalbedarfe in den Krankenhäusern, Teil-, vollstationären Pflegeeinrichtungen sowie ambulanten Pflegediensten ausgemacht werden können und inwieweit die bereitgestellten Ausbildungsplatzkapazitäten
diese Bedarfe aktuell und zukünftig zu decken, in der Lage sind, Zitat Ende, beantwortet werden können. Also die zentrale Fragestellung der Landesberichterstattung Gesundheitsberufe aus dem Land Nordrhein-Westfalen des Jahres 2010. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wenn wir den Bedarf an Pflegefachkräften, Ausbildungsplätzen und Weiterbildungsmöglichkeiten darstellen wollen, wie in unserem Antrag gefordert, heißt das also, dass wir uns mit einem entsprechend weiten Blickwinkel mit der Angebots- und Nachfrageentwicklung befassen müssen. So wird etwa neben der steigenden Anzahl pflegebedürftiger Menschen auch der zukünftige Fachkräftebedarf respektive der Bedarf an Ausbildungsplätzen sich maßgeblich darüber definieren, wie viele Pflegefachkräfte aufgrund ihres Alters dem Arbeitsmarkt nicht mehr zur Verfügung stehen. Und natürlich gibt es eine Reihe weiterer Faktoren, die neben der Alterung der Gesellschaft mitbestimmt sind für die regionale Nachfrageentwicklung im Bereich der professionellen Pflege. Ich denke aber auch, dass sich die Mühe lohnt, einmal genauer hinzuschauen, wo die Trendlinie in der Pflege verlaufen und den Fachkräftemangel Ich denke aber auch, dass sich die Mühe lohnt, einmal genauer hinzuschauen, wo die Trendlinie in der Pflege verlaufen wird, um den Fachkräftebedarf bestimmen zu können. Manchmal ist es so, wenn man eine Einbringungsrede hat, mein lieber Herr Müller. Aber gerade noch mal den Blick auf die Trendlinien. Wir haben in der Enquete-Kommission häufiger darüber geredet, Herr Heidorn, Sie wissen das ja, wie wird sich Pflege entwickeln? Wir sitzen da ja immer wieder dran, um auch noch Fragen zu entwickeln. Dieser hessische Pflegemonitor beeindruckt mich in der Hinsicht, dass er A, durch die Europäische Union gefördert wird, und Sie werden sich den sicher auch noch angucken, steht ja im Internet drin. Er bringt eine gute Übersicht über das, was wir brauchen. Und einen Bereich finde ich persönlich noch mal sehr interessant, nämlich wie sieht es beispielsweise bei den Berufsschullehrern aus zukünftig. Hier steht ganz genau, in welcher Gebietskörperschaft wie viele Berufsschullehrer und Berufsschullehrerinnen aus dem Dienst ausscheiden, wann welche Bedarfe in der Pflege beispielsweise in einem bestimmten Landkreis zu verorten sind. Und ich kann hier heute nur darum werben, dass wir uns diesem Thema im Ausschuss, ja mit im Ausschuss befassen, weil ich möchte ein Stück weit weg von diesem, wir haben das schon, wir machen das schon, und es ist auf Dauer deprimierend eben zu sehen, wir haben so sehr viele Daten, wir diskutieren hier im Landtag, wir bringen immer wieder Impulse rein und dann immer wieder kommt von der CDU und auch von der SPD, das brauchen wir nicht. Und gerade wenn ich sehe, dass wir im Einzelplan 10 Kapitel 1004 den ESF diskutieren, dann ist es doch eine gute Herausforderung und auch eine gute Möglichkeit, hier solche guten Modelle, wie sie in NRW oder Hessen gibt, mit zu übertragen, um hier eine Infrastruktur für die nächsten Jahre aufzubauen. Denn jetzt haben wir noch die Möglichkeiten eines ESF, jetzt haben wir noch die Möglichkeiten, wo wir dem Fachkräftemangel zumindest perspektivisch begegnen können. Wir wissen ja heute schon, dass es den gibt. Lassen Sie uns hier gemeinsam im Sozialausschuss darüber debattieren und ich hoffe, dass diese Debatte hier heute nicht damit endet, machen wir schon, haben wir schon, brauchen wir nicht, sondern hier gibt es gute Ansätze, dies weiterzuentwickeln, und ich finde schade, dass wir hier nicht gemeinsam den Ausschuss auch nutzen, Projekte weiterzuentwickeln. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Genau, Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, dass die Einwände kommen, dass wir diesen Pflegemonitor nicht brauchen, wundert mich jetzt nicht wirklich. Ich hatte da in meiner Einbringungsrede schon darauf hingewiesen. Was mich ein Stück verwundert ist, Frau Friemann-Jennert, dass Sie sagen, es wäre ja ganz nett und ganz gut, wenn wir valide Zahlen und Datenmaterial hätten, aber Aufwand und Nutzen stehen in keinem Verhältnis. Es ist wieder so eine Strategie, die ich hier so oft höre. Das machen wir schon und gehen häufig in ein Nirvana. Also ich erinnere an heute Morgen, UN-Behindertenrechtskonvention, der Maßnahmeplan. Es ist ein Plan, der aber nicht mit Verbindlichkeiten bestückt wird. Und auch in diesem Bereich Pflege ist es in vielen Dingen so, wir wissen, dass Bedarfe sind, wo sie sind, wie sie umgesetzt werden und was insbesondere im Jahre 2030 passiert,
Weiß eigentlich keiner. Manchmal denke ich, es wäre dann doch eine Kristallkugel, die man oder Frau befragen müsste. Ich möchte aber noch auf zwei Punkte aufmerksam machen. Es geht hier nicht nur in dem klassischen Bereich Pflege um die Pflege älterer Menschen oder um die Ausbildung von Krankenpflegerinnen oder Altenpflegerinnen, sondern es gibt auch noch andere Berufe. Und ich denke, der muss doch in diesem Kontext gesehen werden. Ich kann doch den demografischen Wandel nicht immer nur auf Menschen ab 65 oder 70 fokussieren, sondern der demografische Wandel ist doch eine gesamte Bevölkerungsentwicklung, wo wir Kinder sehen müssen, Menschen, die zurzeit Eltern sind und später Großeltern. Also das vermisse ich und mir fehlt auch, und das ist wie heute Morgen beim Maßnahmeplan, der ganzheitliche Ansatz, der interdisziplinäre Ansatz. Denn hier gehen ja auch zwei Ministerien zusammen. Es geht doch auch um die Aus- und Weiterbildung. Das sind doch Dinge, die wir vorwärts bringen müssen. Und eine Argumentation, das haben wir schon, das brauchen wir nicht, weil wir einen runden Tisch haben. Der runde Tisch ist ein Kreis von Menschen, wo wir beispielsweise nicht dabei sind und wo keine Transparenz vorhanden ist. Der runde Tisch, den empfinde ich eher als ein Moderations- und Entwicklungsgremium, aber doch nicht wie ein Monitor, wo ich alle zwei Jahre dieses Monitoring umsetze und dann mit aktuellen Zahlen arbeite und insbesondere, Herr Schubert, perspektivisch gucken kann. Wo sind denn die Engpässe in den einzelnen Landkreisen oder in den Städten? Wo brauche ich bestimmte Berufe? Wo müssen wir nachsteuern? Und ich habe das vorhin schon mal gesagt mit den Berufsschulen. Gerade die berufliche Ausbildung, wir haben morgen auch noch mal einen Antrag dazu von der Linken. Es ist doch ein drängendes Problem und wir haben mehrere Expertinnengespräche geführt. Jeder und jede hat uns gesagt, da muss gehandelt werden, aber nicht so, wie wir das häufig kennen, nach einem willkürlichen Aktionismus. Klar brauchen wir eine gute Bezahlung und natürlich muss der Beruf attraktiver werden, aber das muss ich doch mal strategisch machen. Ich muss doch mir die Zeit nehmen und sagen, alle zwei Jahre, dann kann ich kontrollieren, dann kann ich evaluieren, dann kann ich die Dinge fortsetzen. Warum, Frau Seemann, immer diese Hektik, wenn wir Anträge stellen? Sie sind da aber lufthol. Aber ich verstehe das einfach nicht. Wir bringen konstruktive Vorschläge ein. Ich hoffe, dass wir das diskutieren und ich möchte es eben nicht nur in der Enquete-Kommission, weil es ist nicht nur eine Frage des demografischen Wandels für Menschen älter als 50, 55, 60 Jahre. Da bitte ich einfach, insbesondere auch die CDU, hier den Blick zu erweitern. Ich stelle den Antrag, dass wir diesen Antrag im Sozialausschuss beraten und bitte deshalb um Überweisung und freue mich des Weiteren auf weitere Diskussionen zu diesem Thema. Wir werden noch weitere Anträge stellen. Danke.